Wenn man einmal im Dromedar in die Augen schaut, dann ist man verliebt. So war es leider bei mir auch. Das erste Mal, als ich wirklich auf die Dromedare getroffen bin, war in Dubai. Und ich bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Papa gesagt, ich will Dromedare. Und er hat gesagt, ja, da muss ich erst mal gucken, ob die überhaupt in Europa zurechtkommen und ob es die hier überhaupt gibt. Durch Zufall habe ich dann welche entdeckt. Es war sehr spannend, die ersten Tiere zu haben, weil man denkt dann im ersten Moment, es wird ja schon wie eine Kuh sein, vielleicht eine Mischung aus Kuh und Pferd, aber gar nicht. Die Tiere freuen sich, wenn man in den Stall kommt und bei denen einfach ist. Da kommt die eine zum Kuscheln, die andere sagt Hallo. Ich bin glücklich, dass ich alle habe. Man kriegt jeden Tag einfach was von denen zurück und das macht dann schon Spaß.